Hallo, guten Abend, hi. Guten Abend. Gratuliere zur Nomination heute Abend. Vielen Dank. Auf was freust du dich neben der Nomination? Ich freue mich auf den kompletten Abend. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin gespannt, wie es wird. Zweimal nominiert in dieser kurzen Zeit. Ich meine, vor einem Jahr ist mein Album erschienen. Ja. Es ist, und ist es zweimal auch nominiert? Was sagt so das Bauchgefühl? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich meine, einfach nur, dass man zweimal nominiert ist, ist schon eine tolle Anerkennung. Und wie bereitet man sich dann so auf den Abend vor, wenn du sagst, du bist sehr nervös? Ich habe ein komplettes Team an meiner Seite und wir reden darüber. Wir, wie soll ich sagen, die geben mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich entspannen soll und sind an meiner Seite. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder man deckt an eine, oder hat eine schöne Echo-Erinnerung, ein andermal irgendwie, wo man sich einfach ein bisschen ablenken kann. Könnte ja auch sein, oder? Das stimmt. Wem würdest du es sonst gönnen, den Echo? Auf jeden Fall Ina Müller. Aha. Die finde ich ganz toll. Ja. Und Santiano. Okay. Ich meine, mit dem war ich letztes Jahr auf Tour. Alles klar. Und da hat man vielleicht auch ein bisschen gewonnen, dann gleichzeitig, oder? Absolut, absolut. Dann drücke ich dir die Daumen, toi, 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 ne?